Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Jun Jin Lee auf dem öffentlichen Spielertest-Server. So, okay, und ich spiele wieder mit ihren drei einzigartigen Perks. Boah, es tut mir wirklich leid, ich habe manchmal echt Probleme, den Namen perfekt auszusprechen. Jun Jin Lee. Okay. Wir kriegen es hin. Mit der Zeit kriegen wir das hin. Ich meine, Elodie, da hatten wir auch am Anfang unsere Schwierigkeiten, den Namen richtig zu sagen. Ich glaube, Felix, ne? Als Felix rauskam, das war kein Problem. Das ging mir von der Zunge, ne? Mensch, will hier. Lass es krachen. So, ja, wir schauen uns nochmal die neuen Perks an, beziehungsweise auch die neue Überlebende. Vielleicht haben wir auch den neuen Killer. Ich wollte einfach nochmal eine Runde Survivor spielen. So, erster Generator ist gleich durch. Wir spielen halt trotzdem ernst. Dort ganz hinten ist dann der Trickster. So, wir spielen die Runde ganz normal runter und schauen mal, ne, was passiert. Ich habe mir übrigens jetzt mal die Hintergrundgeschichte von ihr und dem Trickster angeschaut. Ich finde die ziemlich interessant. Das ging nämlich so, dass sie für ein Musikunternehmen gearbeitet hat. So, ich erkläre es so, wie ich es verstanden habe. Ne? Das muss nicht akkurat sein. So habe ich es jedenfalls verstanden. Ne? Sie hat für ein Musikunternehmen gearbeitet und hat dort den Killer gefunden. Also den Killer, ja. Und der hat dort mitgemacht bei einer Boyband-Group und die haben tolle Musik gemacht und waren richtig berühmt. Und irgendwann kam es zu einem Feuer und der Killer, der hatte, glaube ich, die Möglichkeit, seine Boyband-Mitglieder, die Mitglieder seiner Band da zu retten. Hat es aber nicht gemacht. Das wusste aber nur er, ne? Das hat niemand anders mitbekommen. Und er wurde dann als tragischer Held gefeiert und bemitleidet. Und sie hat dann sozusagen dabei mitgeholfen, ne? Seine Solo-Karriere zu starten. Allerdings hat er durch dieses Feuer gemerkt, dass ihm irgendwie was an den Töten und an den Schmerzensschreien liegt. Und hat dann daraufhin angefangen, ja, wie eine Art Serienmörder, ne? Eine Serienmörderreihe zu starten und die Schmerzenslaute für seine Musik mit zu verarbeiten. Ne? Und sie war halt seine Managerin und sie hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, ist er hier der Mörder? Aber dachte sich, ah, naja, wenn der es wäre, dann wäre das mein gesamter Erfolg wäre dahin, ne? Weil sie hat ja auch viel Erfolg dadurch gehabt, dass sie da ihn gemanagt hat und. Und wenn er wirklich jetzt hier Mörder wäre, dann wäre auch ihre Karriere total beendet. Entsprechend hat er sich gedacht, ja, das ist bestimmt, weil ich überarbeitet bin, und hat dann nicht so drauf gehört. Aber er war es halt, ne? Und irgendwann war seine Musik jetzt auch nicht mehr so das Beste, weil wenn du da Musik hast, wo vielleicht irgendwie Schmerzenslaute irgendwie verarbeitet werden und die sehr düster klingt, dann mögen das auch nicht unbedingt alle. Und deshalb hat das Management ihm 3 Monate gegeben. Bis dahin sollte er irgendwie eine Präsentation fertig haben, um sie zu überzeugen. Und er hat sich halt dann gedacht, ja, gut, dann bringe ich alle um. Und hat da so Rauchgas installiert, um die Leute zu betäuben. Und dann, ja, seinen schrecklichen Pfad dort vollführt und wollte gerade sie schnappen. Also sie wollte er als letztes sich holen, weil sie ihm ja geholfen hat, von ganz unten bis ganz nach oben. Aber dann wurden sie beide sozusagen vom Entitus entführt und kamen in das Reich des Nebels. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich alles richtig verstanden habe. Ich glaube aber, das entspricht in etwa dem, was passiert ist. Ne? Also sie war, das ist halt sehr interessant, finde ich, weil sie halt wirklich mit dem Killer, bevor er zum Killer wurde, sage ich mal, bevor er hier in das Reich des Entitus kam, hat sie ja mit ihm zusammengearbeitet und kannte ihn. Das heißt, wenn er mich jetzt jagt, dann ist das nicht nur, oh, ein Monster-Killer jagt mich, sondern das ist irgendwie schon wieder was Persönliches. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie, ich meine, klar, bei Michael Myers, Laurie, beim Schwein und Detective Tapp, boah, bei Quinton und Freddy, beim Kunde allen lizenzierten Killer, ne? Da ist es immer irgendwie was Persönliches. Aber das ist jetzt so das erste Mal, dass das in einem, sage ich mal, Dead by Daylight Icon Kapitel passiert. Finde ich recht cool. Das trägt ja auch mit zur Atmosphäre und so zur Hintergrundgeschichte bei. So, das heißt, ich kann jetzt sagen, ich hab dich groß gemacht, ich mach dich auch wieder klein. Wenn ich ihn mit einer Palette stunne. Aber ich glaube, es ist eher andersrum. Ich glaube, er hat eher den Knüppel und macht mich. Aber wir werden sehen. Hör auf, hör auf.
Auf, auf, auf! Ah, ich glaube, der Loop war jetzt einmal zu viel. Ich muss dann. So, und jetzt aktiviert sich mein Perk und ich bekomme den Sprintboost. Der will mich jetzt, ne? Der hat sich erinnert. Der denkt sich, boah, die hat mich damals so groß gemacht, meine Lieder publiziert und. Die will ich jetzt töten. Ich weiß zwar nicht, wie das Sinn ergibt, aber naja. Nein, nein, nein. Oh, ich dachte. Naja, ich dachte, ich würde vielleicht einen schnellen Durchsteiger hinbekommen. Da hinten ist das Tor, okay. Hallo, Pinten? Ja, wenn du nicht willst, dann heile ich mich selber. Ja, jetzt willst du. Aufhören zu moonwalken, direkt heilen, mein Lieber. So, ich weiß nicht, alle anderen sind wahrscheinlich jetzt safe, ne? Tor wurde auch geöffnet. Sperrt er mich jetzt ein? Nee, das würde er nicht wagen. Okay, das Blöde ist, wenn man hier so steht, dann dreht sie halt immer den Kopf weg. Deshalb kann man sie sich gar nicht so cool anschauen. Ich gehe nach der Runde mal in die Lobby rein und dann könnt ihr euch sie vielleicht noch mal ein bisschen besser anschauen. So, und Freedom! Sehr schön. Für alle, ne, daran kommt jetzt, ich nehme jetzt noch gleich eine zweite Runde auf. Also das hier ist eine Doppelfolge. Wenn ihr jetzt nicht sehen wollt, wie sie im Shop aussieht, dann skippt einfach bis zur nächsten Runde, ne? Aber das will ich jetzt für alle zeigen, die jetzt ein bisschen mehr von ihr sehen möchten. So, wir haben Pip gemacht. Gut, ich will jetzt nicht warten, bis die anderen beiden auch rausgegangen sind. Oh, armer Killer. Naja, PTB-Rangsystem, ne? Man wartet da eine halbe Ewigkeit auf eine Lobby als Killer. Dann nimmt man halt mit, was man kriegt. So. Okay, es lädt. Zack. So sieht sie aus. Ich finde sie ziemlich cool. Ich bin halt auch sehr gespannt auf Outfits, die sie auch bekommt, ne? Ich glaube, ja, auch sehr modisch, ne? Schick, schick. So, okay, aber jetzt kommt gleich direkt eine neue Runde, also bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Mal sehen, wie wir uns diesmal schlagen. Und ja, ob wir wieder gegen den Trickster spielen, ne? Übrigens, ich benutze das jetzt einfach mal, um so ein bisschen über den PTB zu reden. Es wurde ja jetzt nicht nur im PTB sozusagen die neue Überlebende und der neue Killer kam ja nicht nur, sondern es wurde auch die Fäule überarbeitet, denn, also was heißt überarbeitet? Ich glaube, das ist nur eine kleine Änderung auf dem Papier, aber eine große Änderung für alle Leute, die gerne Fäule spielen, denn das Blickfeld der Fäule wurde tatsächlich erhöht. Das heißt, upsi, wenn man jetzt Fäule spielt, dann ist das jetzt viel angenehmer zu spielen. Weil man jetzt auch mal über den Tellerrand hinausschauen kann, sage ich mal. Außerdem hat die Fäule, glaube ich, auch eine bessere Körperkollision bekommen. Und kann sich besser von Sachen abprallen und glitscht da nicht nur an anderen Sachen ran. Ich glaube, das macht es auf jeden Fall viel angenehmer, jetzt Fäule zu spielen. Das wurde bei der Fäule geändert. Außerdem wurde beim Geist verändert, dass er, wenn er unsichtbar ist, jetzt noch schneller ist. Ihr kennt ja bestimmt alle, wenn ihr Geist spielt, dieses Windsturm-Addon. In einem gewissen Zuge wurde das sozusagen zum Teil Basiskit. Ne, es gibt diese Addons immer noch, aber der Geist jetzt einfach, wenn er unsichtbar ist, einfach noch schneller. Was ein Geist viel angenehmer zu spielen macht, denke ich mal. Ich habe ihn selber noch nicht gespielt, auch noch nicht die Fäule. Ich habe aber Videos gesehen und das sah recht vielversprechend aus. Darum bin ich da sehr begeistert davon. Außerdem, Entscheidungsschlag wurde ja, beziehungsweise wurde geändert. Und ja, das war ja auch nochmal so eine große Sache, die hier im PDB sozusagen dann zu neu dazu kam, ne? So, der klappt die Leute. Jetzt klappt er mich, aber damit gebe ich meinem Team so ein bisschen einen Vorsprung. Das ist halt die Sache. Auf dem PDB spielen natürlich alle jetzt die neue Überlebende. Ist ja klar, die ist auch voll cool und die wollen wir alle spielen. Aber der Killer hat halt jetzt keine Ahnung, ob er tunnelt oder nicht. Also es ging mir genauso. Du hast halt einfach nicht den Überblick, wenn alle verletzt sind, wen du jetzt eigentlich jagst und ob die Person gerade am Haken war oder nicht, ne? Darum ist es halt wirklich sehr, sehr schwierig. Gerade wenn man einen neuen Killer lernt, da dann alles direkt richtig umzusetzen, ne? So, ich werde mal versuchen zu retten. Ich glaube aber, der hat noch keine neuen Messer sich geholt, ne? Der rennt ja die ganze Zeit rum. Ich glaube, Sumpf ist eine Map, wo es teilweise echt schwer ist mit den Messern, oder? Ich meine, du hast Schließschränke, allerdings ganz oben auf diesen Stegen, hier unten nicht. Ich glaube, für Messer musst du in die Schrottlaube laufen. Oder hier hoch, oder wenn er Glück hat, mal in einer Struktur, wenn er eine findet.
Also ich glaube sowieso Sumpf ist, glaube ich, auch für die Jägerin jetzt nicht so super angenehm, oder? Ich weiß nicht, alle Leute, die Jägerin spielen, häufig, korrigiert mich, aber Sumpf ist jetzt nicht so optimal mit Schränken, ne? Da ist so Schrottlaube und halt hier oben die Stege was. Und vielleicht, wenn man irgendwo noch eine Struktur hat. Na, vielleicht ist doch irgendwo unten manchmal ein Schrank. Aber, ja. Das ist vielleicht da gar nicht so einfach, ne? Das hängt dann auch immer an der Map. Sein Vorteil ist natürlich, dass er... Ja, was heißt Vorteil, ne? Er sieht halt die Schränke. Er weiß dann, wo er hinlaufen muss. Warte mal, der ist mir doch gerade ziemlich nah gewesen, oder? Hat der Tüftler? Ja gut, der hat halt nur einen 24 Meter Terrorradius. Vielleicht hat er Beobachten und Zuschlagen mit. Boah, ist das fies. Halt schon fast wie Todesboot, dass er sich übel anschleichen kann, ne? Warte mal. Oh Mann, das war... Autsch! Oh, ist halt immer so schmerzhaft, wenn man dann von so einem Messerchen erwischt wird. Ach Mann, ich wollte ihn stunnen. So, jetzt darf ich ein Weilchen lang nicht gehittet werden von dem Messer. Oh nein, das war... Oh. Ich glaube, hier muss er halt wirklich lange drum rumlaufen, dass er halt mit seinen Messern was machen kann. Jetzt, okay, er hat Tüftler. Jetzt ist sein Herzschlag gerade weggegangen. Vielleicht hatte er vorhin auch einfach Tüftler. So, wenn ich jetzt ein Weilchen lang nicht von diesem Messerchen... Verdammt, getroffen werde. Autsch. Mist. Ich wollte gerade sagen, dann verfällt das. Aber er hat mich ja jetzt schon wieder getroffen. So, das war übrigens eine Sache, wo ich falsch lag. Wenn der mich mit seinen Messerchen verletzt, bekomme ich einen Sprintboost. Ich glaube, bei der Seuche, wenn die einen vollkommen vollbricht, bekommt man keinen Sprintboost, ne? Bei ihm bekommt man hingegen einen. Ich meine, ist ja verständlich. Oh, ich dachte, er wirft wieder Messer. Ah, vielleicht spiele ich auch ein bisschen zu ängstlich, weil es eigentlich... Nicht so tragisch, wenn er mich mit ein paar Messerchen trifft, ne? So, der hatte mich ja vorhin mit einem Messer getroffen. Das ist aber jetzt mittlerweile auch wieder vergangen, weil er mich jetzt ein Weilchen lang nicht damit erwischt hat. Jetzt habe ich mich aber ziemlich ins Aus manövriert. Das war knapp. Okay, er geht weg. Wahrscheinlich klingelt Tüftler wieder irgendwo. Hallöchen, meine Lieben. So, ich arbeite... Ja komm, wir ziehen den Gen. Ja, gut, komm, du heilst mich. Dann geht vielleicht der Gen nicht so schnell an und dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr von der Runde. Aber die andere denkt sich, ich häng schon zweimal. Ich mache hier den Generator, ich will überleben. Ihr könnt ja heilen, wie ihr wollt, aber ich will hier raus. So, wir ziehen den Generator durch. Ich glaube halt... Ich habe mich auch schon ein paar Videos zum neuen Killer geschaut und so geguckt, was so andere über ihn denken. Gerade auch seine Perks finde ich halt auch sehr, sehr interessant. Ich glaube, sowas wie kein Ausweg, ne? Das Perk, das dafür sorgt, dass die Hebel beim Ausgangstor versperrt sind, ne? Ihr wisst Bescheid, bis zu 40 Sekunden, wenn man alle viermal aufgehangen hatte. Das ist, glaube ich, ziemlich mies mit Perks wie Hass. Wenn man dazu noch Vergissmeinnicht hat, ne, dann, wenn die 40 Sekunden vorbei sind, brauchen sie immer noch eine halbe Ewigkeit, um das Tor dann zu öffnen, ne? Oder Noad oder solche Sachen, Blutwächter. Ich glaube, das sorgt für ein gutes Endgame, würde ich mal sagen, ne? Wenn man da schön ein bisschen was kombinieren kann. Oh, Leute. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so gerne da reinrennen. Die Sache ist, wenn jetzt ein Generator, der letzte Generator angeht, denke ich mir nicht, dass ich sofort zu einem Tor laufen muss. Sondern ich denke mir eher, ich habe jetzt eh noch ein paar Sekündchen, weil der wahrscheinlich das Perk mit hat und die Konsole ohnehin versperrt ist. Verdammt, das war nicht so. Hat er mich gesehen? Nein. Okay, Hallöchen. Da hinten wurde jemand erwischt. Gut, dann retten wir noch ein paar Mal, ne? Ansonsten sein Palettenversperr-Perk. Ich glaube, das ist so... Ja, das mit Stärke, also das stärkste Perk von ihm, finde ich. Dass er halt, wenn Überlebende über Paletten hüpfen, dass dann das Fenster direkt versperrt ist, solange halt das Totem steht. Ich glaube, das ist super stark. Ich meine, klar, es ist ein Totem-Perk. Und ich mag an sich Totem-Perks nicht ganz so sehr, weil du kannst Glück haben und dein Totem steht eine ganze Runde lang und carry dich. Du kannst aber auch echt Pech mit den Totems haben. Und dann ist das sofort weg. Darum
bin ich da nicht unbedingt immer der größte Fan von Totems. Autsch. Na, willst du mich rausballern? Ist gar nicht mal so leicht mit den Klingen zu aimen. Oh, man fällt ja so langsam um, ne? Autsch, der ballert mich aber noch ab. Ich bin doch schon längst draußen. Lass mich doch hin. Komm, mein Guter. Naja. Okay, also wie gesagt, ich glaube, das Totem-Perk ist ziemlich mächtig. Aber naja, mal sehen, wie es dann ist im höchsten Rang und ob es vielleicht genervt wird oder sowas. Aber ich finde es eigentlich gut, so wie es ist. Aber gut, ich habe jetzt auch noch nicht so viel damit gespielt. Ist ja klar. Ich glaube, ich habe halt so ein bisschen Angst. Ihr erinnert euch an das Perk von der Freude, Blutgunst. Also wenn ihr euch nicht dran erinnert, dann mit gutem Recht, weil das Perk ist halt echt schlecht. Daher finde ich hier seinen Perk da ganz gut. Okay, na gut, ja, das war der Killer. Oh, naja, Rang auf dem PDB. Naja, ist halt echt Pech. Aber gut, wir haben trotzdem ein bisschen was gesehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!